bin eingeladen worden, wofür ich mich sehr bedanke, etwas zu sagen zum Verhältnis von Kulturindustrie und Fake. Und will auch tatsächlich sehr speziell zu diesem Begriff Fake was sagen, beziehungsweise auch zu der Unterscheidung von Fake und Fälschung und auch etwas zu der Frage, ob Fake überhaupt eine subversive Strategie sein kann für irgendwelche Form künstlerischer oder auch politischer Praxis. Habe mir da so ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich den Begriff eigentlich bisher immer sehr unbedarft verwendet habe, wenn überhaupt. Und dachte, dass es ein ganz guter Einstieg wäre, wenn ich mal anfange mit dem Wort, was diese Gruppe, die die Reihe hier veranstaltet hat, sich zum Namen genommen hat, nämlich Brimboria. Das ist die Mehrzahl von Brimborium. Und ein Brimborium bezeichnet ein unnötig großen Aufwand, ein überflüssiges Drumherum. Musik im Fernsehen sei Brimborium, wurde Adorno in einem Interview mit dem Spiegel 1968 als Formulierung in den Mund gelegt. Der Spiegel fragte, ist es möglich, Musik im Fernsehen angemessen zu reproduzieren? Und Adorno antwortete, das Fernsehen als ein optisches Medium steht der Musik, die wesentlich akustisch ist, einigermaßen fremd gegenüber. Von vornherein erfolgt durch die Fernsehtechnik eine gewisse Verlagerung der Aufmerksamkeit, die der Musik nicht günstig ist. Im Allgemeinen ist Musik zum Hören und nicht zum Sehen da. Nun kann man gewiss sagen, dass es gewisse moderne Stücke gibt, bei denen auch der optische Aspekt eine gewisse Wichtigkeit hat. Und dann gibt es ein paar Ausführungen dazu, also das ist am Anfang von diesem Interview, verschiedene Aspekte von Musik, ihren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten im Fernsehen, technische Fragen und dergleichen. Schließlich gibt es aber zum Ende des Interviews einen knappen Schluss, nämlich die Frage vom Spiegel. Herr Professor, Sie sind also der Meinung, dass Musik im Fernsehen vorerst Brimborium ist und Adorno, ja das meine ich, Fernsehen und Fernsehoper sind ein Stück leerer Kulturbetrieb. Der Titel des Interviews unterschlägt das vorerst und insgesamt auch die materialgeschichtliche Problematik, auf die Adorno vor allem abzielt. Adorno geht es vornehmlich um die Inszenierung klassischer Musik als klassische Musik, also das ist ja ein Wort, was es eigentlich gar nicht so als Rubrik gibt, mit allen Stereotypen und Klischees, um den mit Mozart verbundenen, Adorno nennt es so, Salzburg-Kitsch, barock ausstaffierte Musiker, im Stile dessen, was Erik Hobsbawm Invented Traditions nannte. Ich habe da mal so ein Bild, was aber was anderes meint. Das ist jetzt sozusagen eine Steigerungsform davon, ist aber aus derselben Zeit, als Adorno darüber redet. Da sind wir nicht bei Mozart, sind wir bei Bach. Ich weiß nicht, ob diese Person bekannt ist. Das ist Walter Carlos, mittlerweile Wendy Carlos, der mit dem gerade erst entwickelten Moog-Synthesizer dann solche Musik interpretiert. Und bekannt geworden ist er, weil er den Soundtrack gemacht hat zu Kubricks Clockwork Orange. Also diese Beethoven-Passagen, die da mit Synthesizer gespielt werden, die kommen. Und er nimmt eigentlich dieses Kitsch-Motiv auf, kann man sich jetzt auch drüber unterhalten, ob das Fake ist oder nicht, indem er genau auf diese Stereotypen solcher barocken Inszenierung einsteigt. Und was Adorno auch noch moniert, ist die selbstverständliche Illustration von romantischer Sinfonik mit Landschaftsaufnahmen, Naturidylle und dergleichen. Derart schließt der Kitsch, zu dem das Überflüssige, eben das Brimboriumhafte ohnehin gerinnt, in Fake, schlägt der Kitsch in Fake um, nämlich in das Wahre, das in der, Zitat, verkehrten Welt ein Moment des Falschen ist, wie es Guy Debord in seiner zur selben Zeit publizierten Gesellschaft des Spektakels postuliert. Also zur selben Zeit, 1967 ist die ja erschienen. Brimborium, das ist der spektakuläre Fake des Spektakels, ist das gefakte Spektakel und seine im Fake sich überbietende spektakuläre Überhöhung. Was ist Fake?
Die Frage, was fake ist, impliziert auch, was nicht fake ist, also die Frage nach dem Original, nach dem Echten, den Ursprung, auf den sich fake bezieht. Deshalb ist historisch nicht nur nachzufragen, wann das erste Mal fake als Phänomen auffällig wurde, sondern wann überhaupt Phänomene in der Möglichkeit des fake erscheinen. Also wann kann man überhaupt sagen, dass Dinge, Artefakte oder was auch immer, Produkte potenziell fälschbar sind. Hier ist der Begriff des Fake mit dem ästhetischen Gegenbegriff, wir bewegen uns zunächst in der Ästhetik, des Authentischen zu konfrontieren. Man kann und muss es im kunsthistorischen Kontext vielleicht, wie Stefan Römer überzeugend dargelegt hat, den Fake von der Fälschung darin unterscheiden, sofern nämlich der Begriff, ich zitiere jetzt Römer, der Begriff des Fake eine mimetische Nachahmung eines anderen Kunstwerks meint, die etwa im Gegensatz zur Fälschung selbst auf ihren gefälschten Charakter hinweist. Römer begreift Fake dementsprechend als ästhetische Strategie, die mittels einer, nochmal Zitat, genauen Bilduntersuchung auf einen kunsthistorischen Erkenntnisprozess zielt. Die Reproduktion wird nicht mehr moralisch als Fälschung verurteilt, sondern das Fake wird als Kritik der Institution, der Kunst und ihrer Ideologie des Originals betrachtet. Als subversive Strategie bleibt das indes redundant auf Erkenntnisse oder Erkenntnisprozesse, wie er es ja nennt, innerhalb des Kunstfeldes, hier der Kunstgeschichte eingeschränkt, und setzt voraus, dass Kunstgeschichte selbst immer schon ein Erkenntnisse generierendes Verfahren darstellt. Anders gesagt, die Trennung zwischen Fake und Fälschung mag kunstwissenschaftlich gerechtfertigt sein, sie setzt aber den kunstwissenschaftlichen oder überhaupt den kunstästhetischen Diskurs voraus. Also wenn ich nicht von vornherein sage, jetzt geht es in irgendeiner Form um Kunst, macht diese Unterscheidung zwischen Fake und Fälschung eigentlich keinen Sinn. Es bleibt eben eine Kritik der, und das betont er ja, oder darauf zielt er ja auch ab in dieser Arbeit, der Institution der Kunst, und die Kritik der Gesellschaft ergibt sich nur als Analyse des Kunstbetriebs zum Sozialen, als Analogie des Kunstbetriebs zum Sozialen, verlangt also im Vornherein die Hypostasierung der Kunst in ihrem Verhältnis zur Gesellschaft, auch wenn dieser Gesellschaft gegenüber die Kunst vollkommen arbiträr und bedeutungslos bleibt. Fake und Fälschung meinen jedoch gleichwohl dasselbe in Bezug auf das Original. Also man kann das natürlich jetzt so unterscheiden, wie Römer das macht, aber es bleibt der Bezug erstmal aufs Original. Insofern es um ein problematisches Verhältnis zur Urheberschaft geht, beziehungsweise der Autor und sein Werk selbst problematisiert werden. Auch hier setzt der Unterschied zwischen Fake und Fälschung dort ein, wo Fake und Fälschung selbst als Werke inszeniert werden, also wo ich überhaupt Gegenstände, die ich fälsche, als Kunstwerke im emphatischen Sinn ausmachen kann, wo Fake und Fälschung selbst eine Urheberschaft reklamieren, also wo ich eben auch sage, hier behandelt es sich um Fake, weil ich bewusst, ich als Künstlerautor, mich bewusst auf Kunst beziehe, ein Autor haben oder ein Urheber- und Werkcharakter zugesprochen bekommen. Also das ist ja immer das Rechtsproblem bei eben auch Fälschung, dass gesagt wird, hier ist irgendwas zum Beispiel verwendet worden oder plagiiert worden. Und man kann das aber nur daran dingfest machen, gar nicht mal am Objekt, sondern eben, weil es eine Person gibt, an der man diesen Urheberrechtsbruch ausmachen kann. Weil die Institution Kunst primär eine rechtliche Einrichtung ist, also die Institution Kunst als gesellschaftliche Struktur, primär eine rechtliche Einrichtung ist und keine ästhetische, bleibt auch die von Römer getroffene Unterscheidung zwar zum Beispiel als Problem der künstlerischen Autonomie und Authentizität kunsthistorisch diskutabel, in letzter Instanz aber eingebunden in den Bereich eben des Urheberrechts, das heißt in kapitalistische
Eigentums- bzw. Produktionsverhältnissen. Also zum Beispiel sowas, ne? Ups, Picasso. Wenn man das jetzt mal so im Internet googelt und dieses Guernica-Bild für irgendwelche Zwecke haben will, dann kommt man auf sowas. Ist ein ganz typisches Bild, das man sich dann auch so in Bilderrahmen bei Möbelhäusern kaufen kann fürs Wohnzimmer. Und da würde jetzt niemand auf die Idee kommen, dass es sich dabei um irgendwie Fake oder Fälschung handelt. Das ist erstmal eine Reproduktion. Ja, wenn ich daraus jetzt aber als Künstler zum Beispiel, wenn ich das signiere oder selber das jetzt zum Ausstellungsgegenstand mache, genau in der Form, wie es hier ist, was weiß ich, Videoinstallation mit diesen Snips aus dem Internet, dann wäre diskutabel, inwiefern das sich jetzt um Fake oder Fälschung handelt. Zwei Beispiele. Wenn mit Fake oder auch Fälschung Bedingungen von möglicher Erkenntnis und Kritik berührt sein sollen, dann geht es um Ideologie, also notwendig falsches Bewusstsein, das, und das ist ein Problem, was in der gesamten Debatte um Ideologie steckt, nach Adornos Wort heute in die Produktionsverhältnisse gerutscht ist. Auch wenn der Schein aufrechterhalten wird, dass die Produktionsverhältnisse künstlerischer Praxis eine gewisse Unabhängigkeit oder sogar Unberührtheit von der kapitalistischen Verwertungslogik haben, so gehört doch zu den wesentlichen Einsichten der kritischen Theorie, dass in Zeiten der Kulturindustrie alle gesellschaftlichen Bereiche dem ökonomischen Kalkül unterworfen sind und eine die menschlichen Lebensverhältnisse insgesamt erfassende Kommodifizierung sich abzeichnet. Also ein allgemeines zur Ware werden. Und das führt zur Frage, wie Phänomene von Fake und Fälschung jenseits eines sei es auch kritischen Bezugs zur Institution Kunst einzuschätzen sind. Also was passiert eben mit Fake und Fälschung, wo wir nicht eindeutig sagen können, hier reden wir über den Bereich Kunst oder hier befinden wir uns im Bereich Kunst. Und da möchte ich nun zwei Beispiele erwähnen, die noch einmal aus dem Bereich Musik im Fernsehen ins Brimborium kommen. Für das eine Beispiel habe ich leider keine Illustration, das will ich auch nur ganz kurz ansprechen, 1968. Also weil es mir letztendlich so ein bisschen auch um die Unterschiede geht zwischen dem, was Adorno unter Kulturindustrie versteht und dem, was dann eigentlich auch schon in den 60er Jahren sich abzeichnet und wir heute haben. Also es geht auch um die Frage, ob die Phänomene, die wir heute gemeinhin zwar als Kulturindustrie bezeichnen würden, überhaupt noch unter dem Begriff präzise zu erfassen sind. 1968, also im selben Jahr des Spiegelgesprächs mit Adorno über Musik im Fernsehen, finden in Brasilien, wie zum damaligen Zeitpunkt fast jedes Jahr, findet im brasilianischen Fernsehen ein Schlagerfestival statt. Man muss dazu wissen, seit 1964 ist in Brasilien Militärregierung, die zwar sich auch kennzeichnet durch, wie das so üblich ist bei Militärregierung, auch protofaschistischen Stils durch eine terroristische Politik, aber die hauptsächlich die Gesellschaft aufrechterhält über den Bereich, den man gemeinhin Kultur nennt. Und da spielt vor allen Dingen das Fernsehen und eben auch solche Fernsehinszenierungen wie diese Schlagerfestivals eine sehr große Rolle. Ich fand es nur da sehr interessant zu sehen, dass also Adorno eben dieses Interview führt und natürlich über eine ganz andere Form von Musik redet, aber zeitgleich in Brasilien etwas passiert, nämlich letztendlich auch über eine bestimmte Strategie von Fake oder Fälschung, wenn man so will, über Formen der Massenkultur, Formen der Kulturindustrie ganz unfreiwillig eine Kritik der Verhältnisse einsetzt. Nämlich ist das so der Initialpunkt für die sogenannte Tropicalia-Bewegung. Es gibt bei diesem Schlagerfestival 68 im Fernsehen einen riesigen Skandal um Caetano Veloso, der selbst dann zu so einer Führungsfigur dieser Tropicalia-Bewegung wird, die sich in gewisser Weise auch eine Strategie des Fake zu eigen gemacht hat.
Nämlich geht es darum, mit dem Fake eben auch künstlerische oder kulturelle Klischees zu durchbrechen, unter Berufung auf etwas, was das Anthropophagische Manifest heißt von 1928. Das ist eine bestimmte Strategie des, wenn man so will, künstlerischen Kannibalismus. Also das heißt, man bedient sich ganz bewusst verschiedenster Strategien, wozu eben auch Fälschung oder Fake gehört, um so etwas wie eine Gegenkultur aufzubauen, aber mit und innerhalb der bestehenden Ordnung. Das ist nur das eine Beispiel. Das andere ist, glaube ich, etwas greifbarer. Römer bezieht sich in seiner Untersuchung zunächst auf sogenannte Appropriationen, also Aneignungskunst von Sherry Levine, Richard Prince und Louis Lawler. Wir sind also in den 80er Jahren, also ich weiß nicht, wie weit das in anderen Vorträgen und auch von Stefan selber schon thematisiert wurde, also das sind in der Regel Arbeiten, die so im fotografischen Bereich sich abspielen, wo also vorhandene Fotografien mehr oder weniger nochmal abfotografiert werden oder als Fotografien ausgewiesen werden von dann anderen Künstlern und nicht denjenigen, die sie ja ursprünglich gemacht haben. Wir sind in den 80er Jahren, deren künstlerischen Entwicklung Römer auch mit dem Verweis auf die Postmoderne kontextualisiert. Das ist alles noch relativ am Anfang von diesem Buch, also wo er auch die Kulturindustrie-These erwähnt von Adorno und Horkheimer und da dann unterstellt, dass das ein sehr hermetisches Verständnis von Kultur und Gesellschaft ist. Und er hält jetzt dem entgegen genau das, was seit Ende der 70er und dann in den 80er Jahren diskutiert wird unter dem Begriff der Postmoderne, namentlich Jean Baudrillard und Umberto Eco, und thematisch oder begrifflich das Hyperreale, also die Infragestellung von Wahrheit und Falschheit in Bezug auf überhaupt so eine Frage, was Wirklichkeit ist oder auch Konstruktion von Wirklichkeit. Es ist eine Zeit, deren Signatur sich gleichsam als Fake darzustellen scheint, nämlich insgesamt kann man das so ein bisschen sagen für die 80er Jahre, ein affirmatives Bekenntnis zur Fälschung. Also genau das, was Römer eben sagt, was der Unterschied ist zwischen Fake und Fälschung, dass Fake immer eben ein bewusster Umgang mit einer Fälschung ist, scheint mir so ein bisschen das Vorzeichen überhaupt für eine kulturelle oder auch gesellschaftliche Entwicklung der 80er zu sein. Age of Plastic heißt eine LP von den Buggles von 1979. Ich weiß nicht, ob jemand das noch kennt. Deren Song Video Killed the Radio Star ist das erste Video, das am 1. August 1981 beim Sendebeginn von MTV ausgestrahlt wird. Musikfernsehen beginnt mit einer ganzen Reihe von Fakes und Fälschungen, Illusionen und Täuschungen. Da sind wir. Oh, da sind wir wieder. Nee, hier. Ist ohne Ton. Aber es geht um die Bilder. So mal die ersten 2 Minuten von MTV. Also es gibt einen Raketenstart. Und das ist
Also wenn man jetzt so das in Popliteratur nachliest, immer das ganz Entscheidende, also diese Mondlandungsszene mit Armstrong, und dann ist es nicht eine Nationalflagge, sondern eben gleich dieses Werbebanner von MTV selber. Farblich sozusagen auch nicht verbindlich, also das geht einmal den alle möglichen Farben durch. So, und jetzt beginnt dieses Video von den Buggles, auch mit dem Mond, der aber ein Scheinwerfer ist. Und man sieht Meer darunter, und das ist aber eine Plastikfolie. Ja? Also ist jetzt nicht sonderlich große Erkenntnisse und auch keine, glaube ich, Form von Symbolik, wo man nähere Erkenntnisse daraus ableiten könnte. Aber ganz bezeichnend, wie da so die ersten Sendeminuten funktionieren. Davor gab es noch den Spruch, also als man dann diese Mondlandeszene gesehen hat, Ladies and Gentlemen, Rock'n'Roll. Natürlich ist es so, dass dieses Video mit den Tricks, die man hier sieht, für die damalige Zeit einigermaßen bahnbrechend war, also auch wenn die Buggles selber mit dem Stück nur so eine sogenannte Eintagsfliege hatten. Man könnte jetzt noch so ein bisschen mehr über die Buggles selber sagen. Also man sieht es ja auch, hier so ein paar Fritz Lang Zitate vielleicht sogar, Metropolis mäßig. Die repräsentieren ja auch schon keine Band im typischen Sinne. Ja, also es gibt eine, also es ist ja eher eine, sowieso sind beide eher als Produzenten aktiv und man hat eher eine technische Materialschlacht mit dieser Keyboardburg und der andere spielt eben nur Bass ist es und es gibt ein Schlagzeug, zwar zu hören, jetzt gerade nicht, aber es ist natürlich klar, es ist Popmusik, gibt ein Schlagzeug, das Schlagzeug sieht man nicht, also es ist keine Band. Was ganz im herkömmlichen Sinne, was ganz interessant ist, weil nach dem Video kommen dann einzelne Moderatoren, die sich vorstellen, mit dem Satz, der immer wieder wiederholt wird, du wirst Musik sehen, wie du sie noch nie gesehen hast, also wo genau das, was Adorno ja auch schon anspricht, thematisiert wird, dass es also nicht mehr das Hören ist, worauf sich Musik konzentriert, sondern das Sehen. Und dann gibt es eben das zweite Video, was vom Konzept her genau das Gegenteil bietet, nämlich ist das Pat Benatar. Anders als bei den Buggles, kaum Videotricks, stattdessen eine herkömmliche Bandsituation. Die Bühne ist die Straße, dann wieder Moderator, der sich vorstellt, die Studioräume sehen aus wie offene Büros oder Loftwohnungen, also passend so ein bisschen zu dem, was man in den 80ern so Juppisierung genannt hat. Jeder Moderator und jede Moderatorin bedient gleichzeitig einen spezifischen Konsumententypus. Also das sieht man auch, es sind nicht irgendwelche, sondern es ist so ganz klassisch, es gibt erst einen weißen Mann, dann gibt es eine weiße Frau, dann gibt es einen schwarzen Mann, dann gibt es welche, die man so an Kleidung und Haarfrisur ein bisschen einordnen kann in eher Heavy-Metal-Bereich oder eher Hip-Hop-Bereich oder eher so klassischer Rock-Bereich, also ist für jeden was dabei. Und dann interessanterweise nach also dem zweiten Video bereits auch schon die erste Werbung. Also das heißt, insgesamt hat man dieses Fernsehen, was von sich behauptet, ein völlig neues Format zu sein, noch keine Viertelstunde am Laufen und es gibt Werbung, die man auch mehr oder weniger einordnen könnte in diesen ganzen Komplex von Fake und Fälschung. Das geht komischerweise einmal um ein bestimmtes Ordnersystem, wo man auch andere Utensilien ablegen kann. Und zum anderen geht es um den Film Superman 2. Hier findet Ausdruck, was Debord das integrierte Spektakel nennt. Also das heißt, es ist im Prinzip eine völlig auch zusammenhanglose Abfolge von verschiedenen Dingen. Also da kann man zwar so nachträglich so ein bisschen Sinn einordnen, wie ich das jetzt versucht habe. Erst so ein relativ trickreiches Video, dann eine klassische Bandsituation und so weiter. Drittes Video ist übrigens Rod Stewart. Also würde auch nicht mehr so wirklich passen zu dem, wofür MTV denn bekannt wurde. Und das vierte Video ist The Who. Also das heißt, man kann daran ablesen, wie die zu der Zeit versuchen, eigentlich noch sehr klassische Musikhörergruppen einzubinden und sich nicht unbedingt kaprizieren auf das, was zu dem Zeitpunkt Anfang der 80er Jahre
verschiedene subversive Jugendkulturen bewegt hat. Ja, also es kommt zum Beispiel kein Punk vor oder Hardcore oder irgendwie sowas. Zunächst. Hier findet also Ausdruck, was Debord das integrierte Spektakel nennt und was zwar als Kulturindustrie beschrieben werden kann, aber doch darüber hinaus weist. Was ist Kulturindustrie? Schon mit dem Untertitel zu dem berühmten Abschnitt über Kulturindustrie aus der Dialektik der Aufklärung, die, wie gesagt, also es ist ja verschiedentlich schon erwähnt worden, 1944 bzw. 1947 zuerst veröffentlicht wurde, konzidierten Adorno und Horkheimer lapidar die Aufklärung als Massenbetrug und diagnostizierten dementsprechend im Schlusssatz des Kapitels den, Zitat, Triumph der Reklame in der Kulturindustrie, die zwangshafte Mimesis der Konsumenten an die zugleich durchschauten Kulturwahn. Ja, also im Prinzip steckt in diesem Satz schon das, was ein bisschen auch die Unterscheidung zwischen Fake und Fälschung wäre. Also das heißt, man muss sich fragen, ob dadurch, dass ich meine, etwas zu durchschauen, bereits ein kritisches Motiv vorliegt oder nicht. Wenn man so will, als jetzt Diskussionshypothese, Fake ist gewissermaßen ein immer schon der Kulturindustrie inhärentes Verfahren, gerade wo die Produkte, schließlich auch die Kunst, in die Warenform eingepasst werden. Adorno und Horkheimer beschreiben mit dem Begriff der Kulturindustrie keine besonders drastischen Entwicklung einzelner Sektoren der Kulturproduktion, also wonach bestimmte Kulturwaren eben Kulturindustrie sind und andere sind es nicht, weil sie zum Beispiel independent sind oder so, sondern eine allgemeine gesellschaftliche Struktur. Kino und das Hollywood-Studio-System, also ein im Höchstmaße arbeitsteiliges System, das nach standardisierten Maßgaben funktioniert, bereits in den 20er und 30er Jahren, ist ihr zentrales Beispiel und zugleich die Referenz für einen Kapitalismus, der über eine konsumistische Verallgemeinerung der Lebensverhältnisse in alle sozialen Verhältnisse eingesickert ist, schließlich das Individuum selbst durchdringt. Also wir hatten es ja in dem Vortrag eben schon von Last und das geht ja bei der kritischen Theorie in der Diagnose immer damit einher und man kann sagen, dass, oder muss das sogar auch betonen, dass das ja das Hauptanliegen ist der kritischen Auseinandersetzung mit Kulturindustrie, dass es also nicht darum geht, irgendwie zu monieren, dass irgendwelche, was weiß ich, Schlager jetzt schlecht sind oder Adornos privaten Geschmack nicht genügen, sondern dass da was mit den Menschen passiert, nämlich letztendlich, wie die das auch ausdrücken, ist zu einem Pseudo-Individualismus kommt, also genau das, was man glaubt, was der große, vielleicht auch demokratische Erfolg kulturindustrieller Struktur ist, nämlich dass jetzt alle an Kultur teilhaben können und sich darüber auch individualisieren können, individuellen Geschmack ausbilden können, dass das letztendlich eben, wenn man so will, ein Fake ist, nämlich eine Pseudo-Individualität, die eigentlich das Individuum zerstört. Also es gibt zahlreiche Texte, sowohl von Adorno, aber auch von anderen, Marcuse, Horkheimer und so weiter, die das in der Zeit diagnostizieren, auch mit Blick auf die Psychoanalyse, dass nämlich genau die Kategorien, nach denen in der bürgerlichen Theorie so ein Subjekt ausgewiesen wird, zum Beispiel jetzt mit psychoanalytischen Kategorien von Ich, Es und Über-Ich, dass diese Kategorien abgestorben sind. Und das ist natürlich ein sehr drastischer Befund für das, was hier Kulturindustrie heißt. Aufklärung als Massenbetrug ist Aufklärung als Rationalisierung des Irrationalen, Pursuit of Happiness als falsches Glücksversprechen. Massenbetrug ist das dann nicht im Sinne einer Manipulation der Dummen und Idioten, wie ja gerne die Kulturindustrie-These interpretiert wird, also dass eben dieser Massenbetrug einfach nur heißen würde, Adorno und Horkheimer haben es besser gewusst und die hatten den Durchblick und die machen sich dann so ein bisschen lustig über blöde Massen, die es nicht wirklich verstehen, einen guten Kunstgeschmack auszubilden, sondern was Massenbetrug heißt, ist der, wenn man das wieder mit diesem Wort bezeichnen will, politische Fake, nämlich der Betrug ums Glück und damit der Betrug der Massen,
um das Recht auf Veränderung der Eigentumsverhältnisse. Stattdessen gibt ihnen die Kulturindustrie einen Ausdruck. Walter Benjamin, dem ich eben auch schon diese beiden Formulierungen entliehen habe, also die Massen haben ein Recht auf Veränderung der Eigentumsverhältnisse, aber sie bekommen nur einen Ausdruck. Walter Benjamin fasste das in seinem Essay »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« von 1936 als Ästhetisierung der Politik. Wieder zurück zu Adorno und Horkheimer, das ist ja ungefähr dieselbe Zeit. Also 40 macht Benjamin Selbstmord auf der Flucht vor den Nazis und Adorno und Horkheimer arbeiten Anfang der 40er Jahre an der Dialektik der Aufklärung. Der Fake der Kulturindustrie besteht wesentlich in der Reklame. Also darin mündet dieses Kapitel, das hatte ich ja eben auch schon kurz vorgelesen, das eigentlich sich bei Adorno und Horkheimer schon ankündigt, dass die Kulturindustrie irgendwann auch ihr Ende hat, also sich quasi selber aufhebt oder auflöst in der Reklame. Und Reklame nicht als Werbung für das einzelne Produkt, sondern derart, dass jedes Produkt, jede Ware Reklame für sich selber macht und insofern jedes Produkt als Ware immer auch Reklame für die Welt ist, wie sie ist. Also mit jedem Produkt wird die Welt in ihrer Struktur, also die kapitalistische Welt, bestätigt. Darin verlängert sich der Fetischcharakter der Ware, also rutscht damit permanent sozusagen aus dem Fetischcharakter der Ware, den Marx beschrieben hat in Bezug auf die Produktion, eben auch in die Konsumtion. Und das ist entscheidend für die Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter der Signatur des Pop, bis hin zur These zusammengebunden, alle Kultur wird zur Ware und die Waren werden selbst wieder zur Kultur. Subversive Strategien, diese Struktur zu durchbrechen, finden sich bereits in den 10er und 20er Jahren, wenn auch unter unterschiedlichen Voraussetzungen, zu verweisen ist auf die Avantgarden. Das ist jetzt nur so, also die einfachsten, billigsten Beispiele. Also maßgeblich natürlich die russische Avantgarde, aber man kann an Dada denken und an den Surrealismus denken, was jetzt gleichzeitig für den Surrealismus recht untypische Beispiele sind, aber ich dachte, weil das auch ein bisschen was mit Fake und Fälschung zu tun hat, dieses berühmte Bild von René Magritte, dies ist keine Pfeife von 1928 und von 1927 nochmal das, was da heißt, Verbot der Reproduktion. Zu verweisen ist also auf die Avantgarden als Vorgänger von künstlerisch-strategischen Versuchen, diesen hermetischen Block von Kultur und auch Kulturwarenproduktion zu durchbrechen, ebenso wie schließlich auch Brecht mit seinem epischen Theater und dem Verfremdungseffekt. Mit der Auflösung der Kulturindustrie in Reklame werden solche frühen avantgardistischen Strategien des Fake selber zum Fake. Mit dem Pop wird das Programm der Avantgarde, Kunst in Lebenspraxis zu überführen, eingelöst, nur verkehrt herum falsch. Also das, wenn man den Begriff der künstlerischen Avantgarde in irgendeiner Weise politisch fassen will, dann in dieser Formel, die weitgehend von Tatlin, der da eben auf dem Schild ja auch namentlich zu lesen war, stammt, nämlich Kunst in Lebenspraxis zu überführen, was natürlich unter Bedingung eines sozialistischen Experiments was ganz anderes heißt, als wenn das zum Beispiel unter kapitalistischen Bedingungen, das Bauhaus sagt oder so. Und ohnehin kann man sagen, das ist so eines der Kernprobleme der Avantgarden nach 1945, abgesehen von dem Zentralproblem natürlich, dass man gerade eine systematische Massenvernichtung hat, die auch noch ganz andere ästhetische und ohnehin auch soziale Probleme mit sich bringt für die Kunst, gehört genau das, was jetzt mit dieser neuen Überflussgesellschaft, dem neuen Konsumismus ab den 50er Jahren sich konstituiert, zur eigentlich der Grundparadoxie
der Kunst überhaupt, nämlich dass das, was die Kunst will, eigentlich immer schon eingeholt wird vom Markt. Damit wird aber die Avantgarde selbst banalisiert, wie es die Situationisten diagnostiziert haben, wie es aber auch die frühe Pop-Art um die britische Independent Group zum Ausdruck brachte und wie es schließlich in überaffirmativer Weise die Pop-Bewegung der 70er und 80er Jahre wieder aufnahm. Also Banalisierung etwa in der Art, dass kurz zu zwei Bildern, zu denen ich eigentlich immer was sage in dem Zusammenhang, aber ich glaube, dass die Kunstgeschichte, also nicht nur kunstgeschichtlich, sondern auch sozialgeschichtlich übertragbar eine große Relevanz haben. Das ist eine der, ich weiß nicht, ungefähr 200, 300 sogenannten Bankcollagen, also Bankmüll, von Edoardo Paolozzi, auch ein Künstler, der zu dieser Independent Group gehörte, von 1947. Also es kommt genau aus dem Jahr, in dem die Dialektik der Aufklärung dann offiziell veröffentlicht wurde. Es ist ungefähr so DIN A4 groß. Und es ist wesentlich, dass es eine Arbeit ist, die ausschließlich sich bezieht auf US-amerikanische Massenkultur, die damals als internationale Kultur galt. Das ist deshalb wichtig, weil die Independent Group versucht hat, sich zu entfernen von dem Auftrag, nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue nationale britische Kunst zu etablieren und stattdessen gesagt hat, wenn wir in irgendeiner Weise überhaupt noch Kunst machen, dann international, und dann kann das Vorbild nur das Land sein oder die Kultur sein, wo diese Internationalität am weitesten fortgeschritten ist. Das ist Amerika mit der Massenkultur. Und also insofern wichtig hier das Verhältnis von sozusagen britischen Künstlern, die sich auf Amerika beziehen. I Was a Rich Man's Plaything ist der Titel dieser Arbeit, die ja gleichzeitig dann sozusagen ästhetisiert, was aber kaum ästhetischen Ansprüchen in jetzt so einem traditionellen Begriff von Ästhetik Genüge tut. Ja? Also was weiß ich, wenn man jetzt so ein Verständnis zugrunde legt, dass Kunst in irgendeiner Form durch Kontemplation Erkenntnisse hervorbringen soll, also hier gibt es kaum großartige Erkenntnisse. Ich habe diese Collage ausgewählt, weil das die erste ist, in der das ist das erste Bild in der Kunstgeschichte, wo das Wort Pop auftaucht, wie man da oben an der Rauchwolke sehen kann. Das sind aber jetzt kunsthistorische Details, warum das denn nicht das wichtigste Bild geworden ist, sondern das hier. Das zeige ich auch immer in dem Kontext. Die Independent Group, nachdem sie sich aufgelöst hat, hat eine Ausstellung gemacht 1956 in London unter dem Titel This is Tomorrow, also wo auch nochmal vom Titel her dieses Avantgarde-Konzept eigentlich versucht wird einzulösen, nämlich zu sagen, hier wir vom Standpunkt der Kunst aus zeigen jetzt mal, wie Lebenspraxis aussehen soll in Bezug auf morgen, was ja auch schon merkwürdig ist, dass man sich nicht auf zum Beispiel, was weiß ich, die Fliegerangriffe der Deutschen bezieht oder überhaupt auf den Zweiten Weltkrieg bezieht oder auch nicht auf Massenvernichtung bezieht, sondern eben den Blick auf die Zukunft richtet und dann aber sagt, diese Zukunft, die wir haben wollen, die ist jetzt schon da. Ja, also die einzigen Verweise, die man in diesem Bild hat auf die Vergangenheit, sind das eine Porträt und der Blick aus dem Fenster. Und ansonsten hat man sozusagen, wenn man so will, den Fake einer Lebensweise, nämlich einer Lebensweise der allgemein gewordenen angestellten Kultur mit eben auch dem Fake klassischer künstlerischer Genres, also zum Beispiel sowas wie Aktdarstellung, was aber jetzt hier erledigt wird durch diese Bodybuilder-Figur und diese Pin-Up-mäßige Frau, die dargestellt ist. Banalität ist Fake. Die herrschende Ideologie ist ein Zitat von Debord, aber auch schon von Ende der 50er Jahre. Die herrschende Ideologie organisiert die Banalisierung der subversiven Entdeckung und verbreitet sie im Überfluss, nachdem sie sie sterilisiert hat. Also alles, was hier dran Fake oder Fälschung ist, ist ja nicht nur banal, sondern ohne jede subversive Kraft. Vielleicht noch drei weitere Beispiele oder so einige weitere Beispiele. Andy Warhol ist ja in der Regel der Künstler, den man am ehesten mit diesem Begriff Pop Art in Zusammenhang bringt. Das entwickelt sich aber erst später.
Das Beispiel ist ganz schön, ein Bild, was, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr aufgenommen wurde. Also Andy Warhol macht was anderes und auch unter dem Gesichtspunkt des Fake was anderes als das, was die britischen Pop-Art-Künstler gemacht haben. Er bringt die Ware als Ware ins Museum. Und das sind diese Brillo-Waschmittelboxen, wobei die Idee bei Warhol ist, dass die zum Beispiel dann auch genauso stehen wie im Laden, also das heißt so seriell aufgebaut als Turm. Und hier werden die auf einmal, wo Warhol selber zur Marke geworden ist, zur Schaufensterdekoration. Also das heißt, hier stehen die, es ist natürlich ein Turnschuhladen und kein Butnikowski oder irgendwie sowas. Ja. Also hier stehen diese Waschmittelboxen nicht mehr für das Waschmittel, sondern für den Namen Warhol, den man selber als Ware zum Reklameträger für irgendwelche hippen, was weiß ich, in dem Fall Schuhe oder sonstigen Produkte macht. Auch das gehört mit in die Zeit, wo dieses Interview stattfindet mit Adorno, weil mit anderen uns ja bekannt, dieses Cover von Andy Warhol auch gestaltet. Sozusagen auch nochmal das Verhältnis von Fake und Fälschung auf einer anderen Ebene noch berühmter. Und für diese Zwecke diskutabel ist das hier von den Rolling Stones, Sticky Fingers, wo Wolfgang Fritz Hauck hat es ausführlich beschrieben in seiner Kritik der Warenästhetik, also wo das um ein sexuelles Versprechen geht, zumindest jetzt in der Interpretation, die auch naheliegend ist von Hauck. Also man sieht da den Schwanz so abgebildet, der sich abzeichnet in der Jeans, und im Original ist das auch ein Reißverschluss, den man wirklich aufziehen kann, und dann gibt es aber eben keinen Phallus, sondern da gibt es eben die Schallplatte. Und das Bemerkenswerte ist, dass ja Warhol selber mit solchen Produktionen schon als Künstler, nicht nur als Künstlersubjekt berühmt wurde, sondern sich selber eben auch schon als Marke stilisierte. Vielleicht nur der Anekdote halber, das habe ich jetzt gar nicht, also der hat schon in den 50er Jahren Jazzplattencover gestaltet, die aber relativ belanglos waren, also einfach so grafische Arbeiten waren. Als Subversion oder subversive Strategie kann sich Fake allerdings nur dort gerieren, erstens, wo eine banale Fälschung ästhetisch überhöht wird und damit in die hermetischen Bereiche der Kunst zurückgeholt wird. Zweitens, wo überhaupt Fälschung als solche, also als Fälschung diskutiert werden. Das führt bestenfalls zur kunstimmanenten Kritik einer Fake-Strategie. Schlimmstenfalls ist es aber der Versuch, mit Mitteln der Kunst, die als solche vollständig integriert und akzeptiert sind, die Ästhetisierung der Politik, von der Benjamin spricht, einfach in eine Politisierung der Ästhetik umzudrehen. Das Subversive wird dann zum Beweis gemodelt, dass es nach Maßgabe kritisch-künstlerischer Praxis doch ein richtiges Leben im Falschen gibt. Übersehen wird dabei, dass Fake als reflektierte Fälschung eben keine diskursiv den Verhältnissen entgegenzusetzende Strategie ist, sondern gewissermaßen eingebettet ist in das, was Adorno einmal die Ontologie des falschen Zustands nannte. Kein richtiges Leben im Falschen. Das falsche Leben zu fälschen ist Ideologie, auch wenn die Fälschung als einzige Möglichkeit erscheint, diese Ideologie zu durchbrechen. Das ist die negative Dialektik des Fake, kann man sagen. Fake ist nicht die sei es subversive, sei es konforme Reaktion auf einen richtigen oder wahren Zustand, sondern der Zustand selbst ist falsch, ist fake. Das wäre eigentlich das Schlusswort gewesen, aber ich habe noch sozusagen so einen kleinen Nachtrag ganz anderer Natur, den ich gerne loswerden will, weil ich es als ja, so eine Art Fußnote ganz schön finde. Darf ich das noch machen? Ach so. Ach, jetzt kommen hier noch, das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Das finde ich auch sehr schön. Ne? Also sozusagen nochmal, wie man über eine Ästhetisierung bestimmter Phänomene
auch im Nachhinein so etwas wie eine Strategie meinetwegen von Fake und Fälschung tatsächlich auch zur Subversionsstrategie umdeuten kann oder das zumindest in dieser Linie kontextualisieren kann. Das ist ein Elvis-Cover, was einen Skandal verursacht hat, schlichtweg deshalb, weil er schreit. Also vorher galt er immer als der Sunny Boy und der halt ruhige Musik macht und nicht laut ist. Und jetzt mit diesem Cover kann man dann tatsächlich kunstgeschichtlich groß aufblähen, rutscht er sozusagen in den gesamten Paragone rein, wo Lessing auch schon drüber schreibt, nicht? Also ob Laocoon schreit und wo er schreit, ob er im Theater schreibt oder auf dem schreit und ob das Theater die angemessene Form ist, solchen Schmerz und Schrei darzustellen oder das Bild und so weiter. Und also hier haben wir jetzt diesen schreienden Elvis, den man kunstgeschichtlich einordnen kann. Pop funktioniert natürlich anders und nicht über akademische Kunstgeschichte. Und dann kommen Clash, die genau dasselbe von der Typografie nehmen, aber dann eben in gewisser Weise zweierlei faken oder fälschen, nämlich nicht nur diesen Rekurs auf dieses Elvis-Cover haben, sondern, was jetzt eine totale Privatanekdote ist, aber ich habe mir das als, das war meine erste Platte, die ich mir gekauft habe, wegen des Covers, weil ich dachte, das ist genau die Musik, die ich hören muss, weil da ist es halt aggressiv und dann wird irgendwie Instrumente werden da kaputt gemacht und ich hatte schon so eine Vorstellung von Punk, weil ich natürlich so Punk kannte, wusste aber nicht, was auf dieser Platte drauf ist und die ist ja nun alles andere als eine typische Punkplatte. Ja, also es ist eine sehr zurückhaltende Musik, also sozusagen das Cover steht auch nochmal im Widerspruch zu dem, was Clash zumindest zu dem Zeitpunkt musikalisch gemacht haben. Und die Linie reißt natürlich nicht ab. Jetzt hat man Egotronic, die offensichtlich das Elvis-Cover nicht kennen und sich direkt beziehen auf das Clash-Cover. Ja, also und dann auch nochmal so Lo-Fi-Elektronik-mäßig, es eben keine Gitarre ist, sondern dieses kleine Keyboard. Ja, auch nochmal 70er Jahre, West, Sex Pistols, der Rock'n'Roll-Zwindel, Key West, darüber wollte ich reden. Ist aber nur so ein Schluss, der thematisch ganz anders gelagert ist. Walter Benjamin beschreibt in seiner ersten These über den Begriff der Geschichte das Verhältnis von Materialismus und Theologie mit dem Bild einer Apparatur. Ich lese das vor. Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, dass er jeden Zug eines Schachspielers mit einem Gegenzug erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im Munde, saß vor dem Brett, das auf einem geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spiegeln wurde die Illusion erweckt, dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein buckliger Zwerg darin, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe an Schnüren lenkte. Zu dieser Apparatur kann man sich ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen, gewinnen, soll immer die Puppe, die man historischen Materialismus nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und hässlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen. Dieser Schachspieler, den es wirklich gegeben hat, war eine Attraktion. Wahrscheinlich kennt Benjamin den Apparat von der Beschreibung, die Edgar Allan Poe in einer Kurzgeschichte gegeben hat. Der Schachspieler ist von Van Kempelen entwickelt worden. Dann hat Johann Nepomuk Mälzel ihn gekauft. Mälzel ist derjenige, der das Hörrohr für Beethoven entwickelt hat und auch das Metronom entwickelt hat. Mälzel hat dem Schachspieler auch noch Bridge beigebracht und ist damit nach Amerika gegangen. Von diesem schachspielenden Türken leitet sich das Wort getürkt ab. Ein Schwindel. Eine Illusion mit technischen Tricks und wahlweise einem Zwerg oder wie es dann tatsächlich gewesen ist, ein Kind im Innern. Aber nicht die Puppe in türkischer Tracht betrügt,
Sie ist ja eben nur eine Puppe. Und auch die Preisgabe der Illusionsapparatur bewahrt immer noch Respekt vor der Maschine und ihrer bemerkenswerten Mechanik. Also auch wenn sie denn doch mal verloren hat, ist es ja trotzdem, oder klar geworden ist, wie das funktioniert, ist ja trotzdem eine einigermaßen raffinierte Technik, die da entwickelt wurde. Gewinnen soll die Puppe, schreibt Benjamin. Allerdings muss man korrigieren, ging es damals noch nicht um die künstliche Intelligenz, also im Vordergrund stand gar nicht unbedingt, dass jetzt diese schachspielende Puppe immer gewinnt. Die Puppe hat eben nicht immer gewonnen und es reichten im Prinzip ein paar Grundkenntnisse des Schachspiels, um vorzuführen, was die da für Leistung vollbringen kann. Entscheidend ist ja, dass der Zwerg, die Theologie, allein als Schachspieler gar keine Chance hätte. Ja, also wenn dieser Zwerg oder das Kind jetzt einfach so gesagt hätte, hey, ich kann ganz gut Schach spielen, ist einigermaßen uninteressant. Anerkannt oder überhaupt beachtet hätte man also diesen Zwerg-Theologie dann nicht. Aber die als solche leblose Türkenpuppe ebenfalls nicht. Also der historische Materialismus kann da ohne den Zwerg oder das Kind, was er in Dienst nimmt, auch nichts ausrichten. Was hier getürkt wird, funktioniert nur, weil es getürkt ist. Der Fake ist Fake, weil er Fake ist. Und das war's. Dankeschön. Also es gibt keine Moderation und wenn es Fragen gibt, dann kann man, oder Bemerkungen, dann kann man die machen. Dieses Privatanekdötchen. Hast du das Album gekauft, wenn du gekommen bist? Wie war dein erster Eindruck beim Blog? Ja, da war ich enttäuscht. Also, du bist wirklich schön, enttäuscht? Ja. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Aber ich war trotzdem froh, dass ich dieses Cover hatte. Das zählt, aber ich habe die Platte dann kaum gehört. Das ist ein Problem. Das ist jetzt Privatscheiße, das hat mit dem Thema nichts zu tun. Aber ich hasse Reggae. Und diese Platte hat natürlich so ganz viele Reggae-Anleihen. Das war ganz schlimm. Ich hab dich auch nicht geändert. Ja, das gibt so Respekt vor der Platte, aber ich kann jetzt nicht sagen, toll oder. Und selbst? Und du? Ja. Ja.